Ich bin Slacken und ich bin ein neuer YouTuber hier und ich habe vor, Let's Plays zu machen. Ich habe gedacht, ich fange mal mit Final Fantasy 9 an und ich würde mal sagen, wir starten mal direkt ein neues Game mit Cutscene. Ganz im Stil von Final Fantasy natürlich. Ja, also eigentlich ist es recht blind, würde ich schon sagen, weil es ist wirklich sehr lange her, dass ich das mal gespielt habe. Und ich hatte es auch nie wirklich durch. Ich hätte es auch teilweise nie verstanden, weil ich noch so klein war. Aber das wollen wir ja mal sehen, wie es jetzt klappt. Das dürfte eigentlich ganz gut enden. Wie gesagt, das ist mein erstes Let's Play. Wenn ihr irgendwie Feedback geben könntet, ob alles in Ordnung ist, vom Sound, Video her, dann wäre das nicht schlecht. Konstruktive Kritik ist immer gut. Akzeptiere ich alles. Und ja, lasst diese Cutscene auf euch wirken. Ganz tolle Grafik natürlich. Auch wenn dieses Spiel noch sehr alt ist eigentlich. Na, was heißt sehr alt? Ich weiß gar nicht. 8 Jahre vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Aber man kann es auf jeden Fall sehen lassen. Besser als einige Spiele heutzutage noch. Und Spaß macht es auf jeden Fall. Und es hat Vögel. Vögel sind toll. Vögel haben Flügel. Und Statuen, die auch Flügel haben. Okay. Okay, eine Statue auf dem Schiff. Was in der Luft schwebt. Fliegt. Alles klar. Final Fantasy. Ich kann kommen. So. Dann sind wir jetzt im Schiff. Da sehen wir auch schon unseren Hauptcharakter, Sidan. Ich werde ihn auch wahrscheinlich nicht anders nennen. Wir wollen es ja alles so lassen. Finde ich jetzt besser als irgendwie XX Ninja Slayer 10.000. Muss nicht sein. So, ja, es ist alles auf Englisch. Ich werde sehen, dass ich dann Dialoge von YouTube ausziehe, damit ihr es auf Deutsch habt dann. Und ja, okay. Ist niemand hier? Machen wir doch eine Kerze an. Jo. Gut, ich weiß noch, hier waren irgendwo Schätze. Ah, 47 Gil, das passt schon wunderbar. An Potion, klasse. So, in the middle of the room. Alles klar. Kerzenständer anmachen. Wunderbar. Wer da ist? Wie gesagt, Sidan. Das ist ein klasse Name. Ich bin Sidan. Ach ja, dann kommen wir raus. Sonst hatten wir keine Lust. Zu spät. Ja. Wo ist der Boss? Da ist er. Ein Bossfight. So. Wollen wir doch mal sehen, ob wir den schaffen. Wäre schlecht, wenn nicht, würde ich mal sagen. Dun, 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 dun. Ja, die Musik natürlich ganz klasse. Bei jedem Final Fantasy eigentlich klasse Musik. Kann man gar nicht ausmachen. Würde ich gar nicht wagen. Aber ich würde sagen, wir klauen auch ein bisschen eine Runde mal. Gucken, was wir so bekommen. Jetzt down mit ihm. Ja, greift er noch an? Nee, doch jetzt. Hahaha, du bist mir kein Gegner. Ganz klar ist ja, dass Drache auch mit Schwertern angreifen. Völlig normal. Ja, One Hit, alles klar. Und ja, in Wirklichkeit ist der Drache eine Windsau. Ich verstehe. Eigentlich unser Boss, aber okay. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, beleidige uns. Und dann gib uns Komplimente. Hey, super, wunderbar.
Ein Meeting? Alles klar. Rein. Uhu. Oh, diese Musik so mysteriös. Oh mein Gott. Der Plan? Was für ein Plan denn? Okay. Ja, das wollte ich doch sowieso machen. Alexandria. Okay. Sedan und Blank. Alles klar. Okay. Ja, die Queen, die will keiner haben, denke ich. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, auf nach Alexandria. Princess Garnet habt ihr eigentlich auch vorhin schon gesehen. Die vom Traum her. Oh, der Zipfelmützenmann. Mit den schönen Augen. Oh ja, guck mir in die Augen, Baby. Oh yeah. Uhu. Kommt doch Feeling auf. Also jetzt nicht durch die Augen, sondern eher durch Musik, aber... Ach, auch durch die Augen, das ist völlig egal. So. Alexandria, also. Uhu. Wow, ein Riesenspiegel. Und was ist das? Final Fantasy 9. Die Reise beginnt. Yeah. The End. Natürlich nicht. Das geht noch eine ganze Weile, sag ich euch. Hoffe ich doch zumindest. Ich denke nicht, dass ich das so schnell durchhaben werde. Okay. Eine Straße. Ich mag Straßen. Das ist klasse. Fängt doch schon mal gut an. Ja, natürlich. Fall hin, Zipfelmützenmann. Also kleines Mädchen, red nicht einfach mit irgendwelchen mysteriösen, gelbleuchtenden Augenleuten. Ich weiß nicht. Mein ja nur. Auf Wiedersehen. So, würde ich einfach mal sagen, geradeaus. Geradeaus klingt gut. WTF. Komm, geht ihr aus da meinem Weg? Was soll das? Ich renne mal hinterher. Jetzt schon Grund haben, warum er mich angerempelt hat. Bla bla bla, die interessiert doch keiner. Pöbel. Was war das? War das ein Nilpferd, Junge? Da gibt's irgendwo. Ja, natürlich. Im Gebüsch gibt's immer Geld. Werf ich immer Geld hin. Nilpferd, Junge? Redest du mit mir? Nein. Ja, okay, alles klar. Tschüss. Auf in die Innenstadt. Yay! Das macht so Spaß hier. Ticket. Ich glaube, ich habe vorhin eins fallen gelassen. Mal gucken. Ja, natürlich kannst du mir helfen. Show-Ticket. Da ist gar nichts komisch. Das ist doch kein Fake. Oh, nicht traurig sein, Zipfelmützenmann. Ich kaufe dir einen neuen Hut. Sombrero oder sowas. Oh yeah, ich wollte schon immer mal Karten haben. Oh yeah. Okay. Fake-Karte also. Why not? Ha! Alles klar, ich glaube, das lassen wir lieber. Ja, ich komme auf jeden Fall wieder. Nicht. Okay. Ich fall auch immer hin. Tut mir leid.
dass ich hinfalle und du komisches Vieh bist? Alla ciao. Okay, da ist wieder dieser Affenjunge oder was auch immer das sein soll. Boah, Ticket war meins. Und es war anscheinend gefaked. Ja, hab ja sonst nichts vor, außer dein Sklave zu werden. Ja, ich glaube, das bekomme ich hin. So gut bin ich noch. Oh, es kommt keiner, es kommt keiner. Alles clear, Mann. Dun, 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 dun. Hoho, ganz starker, hä? Oh nein, da kommt jemand schnell weg. Over hier. Alles klar, ich komme mit meinen kleinen Beinen. So. An die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Okay. Alles klar. Very dangerous. Ich habe noch nie so eine gefährliche Leiter gesehen. Okay. Oh, Mogris. Ich liebe Mogris. Ein Mugel. Ah, wird schon Mogri sein. Ja, schön, mich kennenzulernen. Bei dem kann man Game safen. Ja, das weiß ich alles noch. Ich verstehe. Dun, 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 dun. Go, go, go. Ochs. Ja, ja. Mann, Mann. Sleet Scheme. Voll unnötiges Gespräch. Auf Wiedersehen, Mogri 2. Ach ja. Ey, yo, ihr haltet mich auf. Er rastet aus. Ja, ich safe einfach mal ab. Ich habe einmal schon mal bis hierhin gespielt, um zu gucken, ob man safen kann. Und es klappt. Aber ab hier ist wirklich blind, komplett. So. Keine Sorge, ich remove nix. Ja, override. Vorhin habe ich es in 17 Minuten, jetzt habe ich es in 12. Kleiner Unterschied. Ich habe mir Zeit gelassen. Völlig klar. Oh, alles in Ordnung. Cancel. So. Das war auch schon die erste Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn's geht, könnt ihr ja die zweite Episode gucken. Auf Wiedersehen und viel Spaß weiterhin.